meine Lieben, heute falten wir einen Origami Schmetterling und so geht das. Fertig ist unser Schmetterling. Wenn man möchte, kann man auch hier die Ecken nach innen falten. So, derart. Und dann die Spitze reinstecken. Dann sieht der Schmetterling ein bisschen anders aus. So, kann man so machen, wie man möchte. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss, bis das nächste Mal.